Der Wahlkampf in Rostock hat begonnen. Das war am Dienstagabend im Technologiezentrum Warnemünde deutlich zu merken. Die Bürgerinitiative Alter Fährhafen hatte die OB-Kandidaten zur Diskussion über die Mittelmolenbebauungspläne gebeten. Gesittet und erwachsen kann man es wohl nicht nennen, die Situation bei der Podiumsdiskussion zur Mittelmole. Buhrufe und euphorisches Klatschen wechselten einander ab. Das Publikum vorwiegend alte Warnemünder. Die Bürgerinitiative Alter Fährhafen hatte die Anwärterinnen und Anwärter auf den Oberbürgermeisterposten eingeladen, die aktuelle Situation der Mittelmole zu diskutieren. Klaus Ruhe-Matzen, Uwe Flachsmeier, Dirk Zierau und Sibylle Bachmann, soweit die Anwesenheitsliste. Spontan war dann noch Tom Reimer erschienen, welcher der Diskussion wenigstens beisaß und einmal Rederecht erhielt. Es war eine schwierige Diskussion, weil sie im Grunde gar keine war. Die vier gestellten Fragen gleichten sich doch sehr. So wiederholten sich auch die Aussagen, welche in den erlaubten 3 Minuten Antwortzeit getätigt wurden. Offensichtlich wollte man seitens der Bürgerinitiative nicht durch die Kandidaten informiert werden, sondern nur die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger aufhetzen. Wer Wähler akquirieren wollte, hatte es hier ganz einfach. Wer versprach, die Bürger einzubinden, die Fehler der letzten 8 Jahre auszubügeln und die Transparenz des Verfahrens zu erhöhen, nicht zu vergessen, die Mittelmole am besten gar nicht für Wohnraum zu nutzen, dem war der Applaus sicher. Der Mittelmolenbeschluss aus dem Jahr 2014 beinhaltet im Wesentlichen eine Bebauung der Mittelmole mit Wohnungen und öffentlichen Räumen, wie zum Beispiel Parkanlagen. Festgelegt sind hier 10 Kompromisspunkte, welche sich unter anderem mit einer Höhenbegrenzung für die Wohnhäuser beschäftigen. Nun sollen im Ortsbeirat und auch in der Bürgerschaft diese Punkte nochmals beschlossen werden. Unter anderem könnte dann auch die Höhe der Häuser ansteigen. In einem sind sich die Anwärter auf den OB-Stuhl einig. Die Pläne an der Mittelmole sind noch verbesserungswürdig. Ich glaube, dass es da vor allen Dingen darum geht, dass man sich an die Beschlüsse hält. Es ist beschlossen worden, dass man nicht hochbaut. Jetzt will man vielleicht doch hochbauen. Also es muss zum Stadtbild passen. Was auch klar ist, es muss auch entwickelt werden. Also von der Warte her, und das muss man auch akzeptieren. Aber es wäre schön, wenn es sich in Warnemünde einfügt. Also jetzt nicht nur auf Masse, sondern auf Klasse setzen. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt den Dialog finden und dass wir jetzt keine Schnellschlüsse machen und etwas machen, wo wir vielleicht über viele Jahre hinweg uns dann am Ende ärgern, weil wir den Flair von Warnemünde verloren haben. Ich denke, man sollte die Bürger viel mehr mit in die Entscheidung mit einbeziehen. Denn ich habe gehört, dass sich hier viele Bürger eher übergangen fühlen. Also mit den Bürgern zusammen, die Entwicklung von Warnemünde voranzutreiben. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Ich stehe für eine andere Stadtpolitik, eine bürgernahe Stadtpolitik, eine Politik, die auf menschlichen Werten beruht. Und ein Wert, der bei mir ganz weit oben steht, ist der Wert der Kinder und der Familie. Dann wünsche ich mir eine Mittelmole, die auch familien- und kinderfreundlich ist. Ein zweiter Wert wäre der Wert der Kunst und Kultur. Dann wünsche ich mir, wenn ich auf der Mittelmole lang gehe, abends vielleicht eine Bar, wo eine Liveband spielt, wo ich reingehen kann, wo es schön ist, wo man lang gehen kann, wo meine Kinder mit dem Eis rumlaufen können, vielleicht sogar Spielgelegenheiten angeboten werden, wo die Kinder spielen können. Der Weg in Warnemünde ist grundsätzlich nicht immer ganz einfach, aber das ist gut. Die Menschen müssen sich einbringen und sollen sich auch einbringen. Für die Mittelmole wünsche ich mir ähnlich, wie ich es mir für Gesamtwarnemünde wünsche. Da ist ja das Einfahrtstor von Seeseite nach Warnemünde rein. Da wünsche ich mir wirklich ein architektonisches Highlight. Ein grünes architektonisches Highlight, keine Autos auf der Mittelmole. Und ich habe jetzt heute aus der Diskussion auch gelernt, dass wir die Leute noch ein Stück stärker in der Diskussion mitnehmen müssen, dass wir noch stärker gucken müssen, was ist gewünscht, was ist ein No-Go und was ist vielleicht machbar. Ich denke, wir sollten nicht immer alles in Frage stellen, weil dann warten wir noch mal 10 Jahre hier. Wir haben nur noch 2 strittige Punkte. Das ist die Anzahl der Bebauung, wobei man sich da auf 300 Wohnungen geeinigt hat. Wirklich strittig ist, soll es um das jetzige höchste Gebäude Scandlines noch 4 andere geben und damit ein Quintett erstehen? Und sollen sie diese Höhe haben oder kleiner? Denke, darüber kann man nochmal diskutieren. Aber das Wohnen am Park, das sah rein visuell schon sehr schön aus. Ich denke, das könnte man machen, wenn man das miteinander verbindet. Im Laufe der Diskussion drängte sich allerdings die Frage auf, warum die Viro als Bauherrin nicht mit am Tisch saß. Wurde doch seitens der Bürger heftig gegen sie gehetzt. Schlagwörter wie Gewinnmaximierung hallten mittels Zwischenrufen durch den Raum.
die abschließende Frage an das Publikum. Dieses durfte sich offiziell bis dato nicht beteiligen, auch wenn Zwischenrufe und lautes Durcheinandergerede den Abend bestimmten, war dann ein schlechter Witz. Ohne die Zuhörerinnen und Zuhörer genau über den Beschluss von 2014 aufzuklären, wurde hier die Frage gestellt, ob der Ortsbeirat in seiner Sitzung am 9. April diesem zustimmen solle oder nicht. Nach Einwand der OB-Kandidaten wurde die Erklärung dann nachgeholt. Das Ergebnis war jedoch nicht überraschend. Nur eine Hand schnellte nach oben, als es darum ging, dem Beschluss solle zugestimmt werden. Der Rest der Bürger tat das, wofür sie gekommen waren, ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen.